Also 76 haben wir angefangen, in Rom auf der Straße zu spielen. Das war der Beginn. Das ist die Stadt, wo mein Vater studiert hat, Amerika verlassen hat, uns Europa gezeigt hat und einfach mit allen Schwestern wieder dahin zu gehen. Wir waren niemals wieder da. Um sich wieder näher zu kommen und das alte Kelly-Family-Gefühl wiederzubeleben, reisen sie zu den Orten ihrer Kindheit. Ich habe nie geglaubt, dass wir wirklich so gut wie fast alle Kellys zusammen trommeln. Jimmy, Patricia, Johnny, Kathy, Carolyn, Paul. Das perfekte Fahrzeug für den Roadtrip, der legendäre Kelly Doppeldecker. Es gibt nur ein Problem, der Bus ist Schrott. Jahrzehntelang stand der berühmte Oldtimer unbenutzt in einer Scheune. Werden die Kellys ihn fit bekommen für ihre Reise in die Vergangenheit? Oh Mann, das alte Zuhause. Das ist Wahnsinn. Die Kelly Family Bus Nummer 1. Das letzte Mal, wo das Bus noch in Einsatz war, war Sommer 94. 27 Jahre. Das Bus ist von der Technik eine große Baustelle. Ein ganz großes Katastrophe. Keine Bremsen. Das war ja damals schon so. Ich weiß noch, manchmal sind wir von einer Stadt zur nächsten gefahren. Und wenn wir dann berg runtergefahren sind, dann ist die Bremse schon mal auch mal ausgefallen. Also gebremst habe ich, Gang runter, bremsen und gleichzeitig Handbremse. Also du hast dreimal gebremst, um anzuhalten. Und ab und zu hat man dann einfach so ein bisschen so sich gedreht. Ich kann mich noch irgendwie daran erinnern, dass du manchmal da drin warst. Ich habe da drin gelebt. Also bist manchmal echt so verschwunden da drin und hast irgendwelche Sachen repariert. Ich war zuständig für die Bussen. Und die hatten alle immer Pannen. Aber nicht nur die Bussen, auch das Schiff und der ganze Schrott. Und dann hat man einfach es lernen müssen. Und wir konnten Joy war unsere Werkstatt sozusagen. Wenn ich das nicht hinkriege, ne? Ja. Dann schieben wir den. Nein, dann werde ich dein Gesicht auf meinen Hintern tätowieren. Ah, super. Was hältst du davon? Das finde ich, oder? Ich meine, der Druck ist hoch. Ich glaube, du hast nicht genug Platz auf deinen Hintern für mein Gesicht. Aber auf beiden Seiten. So schräg. So schräg aus. So, das ist der Bus. Kennst du aus dem Fernsehen, ne? Ja, klar. Glaubst du, wir kriegen das hin? Ach, wir lieben alte Sachen. Dann drehe ich den jetzt mal am Schwungrad, ob der Motor fest ist oder ob er sich drehen lässt. Ah, da, guck, der kommt. Er dreht, das heißt, der Motor ist nicht der fest. Der kommt. Lass uns mal, Uwe, versuchen, das Ding zu starten. Der Scheibenwischer. Der geht schon. Okay, Uwe, wir probieren's. Normalerweise springt er nicht an, weil einer muss Optimist sein. Okay, der springt an. Ein kleines Geheimnis. Wo? Unter der Klappe. Hier? Unter der Klappe, ja. Weiter hoch. Ach, Paddy, I love you. Also, Paddy das jemals sehen würde. Tanken war ja nur für Leute wie ich. Ja. Meine Mutter, Uwe, ja, hatte früher hier hinten ihre Küche. Ja, genau hier. Sie hat da gekocht und wir haben hier gehangen. Und gespielt. Und gespielt. Ja. Ich kann mich erinnern, meine Lieblingsmomente, heute noch, ist es, wenn es regnet. Und dann hörst du diesen Geräusch so. Und dann war das so, oh, schön, jetzt, heute müssen wir nichts rausgehen, in der Straße spielen. Heute haben wir frei. Das stimmt, ja. Man hat sich gefreut, wir haben uns früher sehr gefreut, wenn es geregnet hat. Weil wir jeden Tag gespielt haben und an Tagen, wo es geregnet hat,
haben wir halt länger schlafen können. Und haben wir gehofft, hoffentlich regnet das den ganzen Tag. Ja, wir haben nicht nur gehofft, Joy. Wir haben auch, ich weiß noch, du, ich und Patricia, wir haben den Rosenkranz gesagt für Regen. Ja. Ja. Wir haben gebetet für Regen. Tja. Was ist das hier denn eigentlich? Das ist, das macht nicht so fest. Das ist, lass das, Jimmy. Ja, was heißt, denn das ist kaputt. Aber das wird doch unterwegs kaputt gehen. Nein, das ist Camouflage. Warum, das ist, warum darf ich nicht drauf drücken dann? Weil dann bricht das vielleicht. Ach so. Wir alles kleben klar. Das. Siehst du, ich sag ja, den Joey trau ich nicht. Den trau ich nicht. Der Joey, der mag gerne Challenge, ja? Umso mehr Risiko, umso schöner. Wir haben hier einen Bus, aber drinnen, da ist keine Toilette, da ist keine Heizung. Und damit willst du jetzt durch Europa reisen, weißt du? Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden, ganz nervös. Und wir haben den Bus geholt und alles läuft und in ein paar Minuten geht's los. Also es ist wirklich exciting. Angelo musste aus persönlichen Gründen absagen, aber Patricia ist dabei, trotz der Angst um ihren Rücken. Ich habe zwar ein Hippie-Kind in mir, aber ich bin kein Hippie mehr. Ich bin schon sehr bürgerlich geworden. Also ich brauche meinen Komfort und ich möchte es auch. Aber so eine kleine Abenteuerreise, da finde ich das super entspannend. Und ich hoffe, ich komme nicht zurück und muss zum Osteopath direkt. Vater Dan kaufte den Bus in den 70er Jahren in Irland und machte daraus für seine Familie ein rollendes Zuhause. Heute kehrt Patricia nach Jahrzehnten zum ersten Mal ins Wohnzimmer ihrer Kindheit zurück. Mir kommt das so klein vor, ne? Als wir klein waren, war das so groß irgendwie. Da habe ich hier immer mich strecken müssen, um hier hochzukommen. Und heute, ich glaube, dass diese Transportmittel wie Bus und so und die Städte, die sind nur als Hilfsmittel da. Als Hilfsmittel, um einzutauchen in unsere Vergangenheit. Und die Stimmung ist auch großartig. Also das ist was ganz, ganz Besonderes, was im Moment passiert. Und trotzdem hatte ich Angst, in diesen Bus zu fahren, weil das ist, ich meine, das ist ein altes Ding und ja, die Autobahn heute, die Leute rasen in Deutschland, rasen die eh alle über die Autobahn. Und ich dachte, oh Gott, hier ist keine Sicherheit. Wow. Wahnsinn. Hey, Patricia. Wow. Ist das Wahnsinn. Nicht schön? Unglaublich. Wahnsinn. Aber ich dachte, wir hätten viel mehr Betten, Kathy. Wie kommt das, dass wir nur drei und ja, drei, schon sechs? Sechs? Aber wir haben oft zwei in einem Bett geschlafen. Also oder? Das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das heißt, wir haben zu zweit, zu dritt. Ja, klar. Wir wollen da ein Trippelbett machen. Ja, ich kann mich heute vorstellen, im Bus zu schlafen. Ja, die Massagen sind sauber, sind super. Kann man, warum nicht? Ne? Ja, Leute, wollen wir nicht fahren? Ja, wir können, ja, okay, wir können doch gerne unterwegs noch weiterreden. Aber okay, let's go, let's go. In our big and red double-decker bus, stamp your feet and clap your hands. The Kelly kids are going to dance. We'll go through the whole wide world, dancing with you all one day. Die Reise fängt jetzt an. Yeah! Das war ein sehr emotionaler Moment. Also es war sehr aufregend. Es war irgendwie wie so zurück in die Kindheit. Wir gehen auf die Autobahn, Leute, die Autobahn. Joey, Patricia hat Angst. Hey. So, jetzt geht's auf die Autobahn. Jetzt geht's los. 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 Ich habe richtig Panik bekommen, weil mein Herz war so, wow, raus, raus hier. And I'm feeling good.
ist kein Joke, das ist kein Joke. Nee, Leute. Oh Mann, ich will nach Hause, Leute. Joey, was ist los? Es ist kein Problem. Ach cool, ist kein Problem, Joey. Joey, der ist immer so, ach, alles gut, alles kein Problem, alles gut, kein Problem, kein Problem. Ich hab's ja mitbekommen, ja, ich bin ja nicht blöd, ich kenne Joey. Der tut ihm alles unter Kontrolle. Also ich kenne Joeys Gesicht und wenn er was sagt, ob das stimmt oder nicht, ja. Der hat uns versucht, alles zu beruhigen, aber ich habe in seine Augen gesehen, er selber hatte Schiss. Also Pokerface kann er nicht 100% bei mir machen. Erzähl mir, keine Lügen. Wir haben Probleme mit dem Getriebe, mit der Gangschaltung. Nach 30 Jahren Stillstand können schon mal ein paar Macken auftreten. Das will nicht funktionieren. Vielleicht soll ich fahren wieder. Nein, Joey, auf keinen, dann steige ich aus. Dann steige ich aus. Ist das Problem wirklich so schlimm? Nicht, wenn es nach Abenteurer Joey geht. Okay, wir fahren weiter. Nein, ich steige aus. Patricia. Ich gehe nicht auf die Autobahn. Ich gehe nicht auf die Autobahn wieder. Wenn du zum Autobahn gehst, ne, dann musst du auch drauf fahren. Und wenn du auf dieser Spur bist, wo du drauf fahren solltest, dann kommen Fahrzeuge, bis du rüber guckst und sagst, okay, jetzt ist frei, jetzt kann ich rübergehen. Wir werden viel unterwegs sein. Es wird automatisch halt Streit kommen. Das ist normal. Das gehört einfach zu der Kelly Family. Du kannst es nicht. Joy, ich gehe erstmal eine Packung hier Lassea kaufen, Beruhigungsmittel. Und dann ist gut. Also ich fahre erstmal nicht. Patricia, weißt du was? Wir können ja auch Landstraße fahren. Nein, Joy. Wir können ja auch my nerves Landstraße. Are ready. Wir müssen ja nicht auf die Autobahn. Wir können auch auf die Landstraße fahren. Ja, Landstraßen, okay. Ja, es ist so, man kann ja nicht nach Rom nur Landstraße fahren. Dann können wir direkt zu Fuß gehen. Ne? Joy, dieses einmal, wie du mich verarscht, dann ist vorbei. Patricia, ich habe... Habe ich deine Puppe damals verbrannt? Natürlich hast du die. Und jetzt, auch vergraben? Also Leute, genau. Ich meine, ihr solltet euch nicht... Das sind jetzt Sachen, die wieder hochkommen hier in diesem Bus. Ich finde, jetzt könnt ihr euch umarmen. Nee, ja. Das Fall. Würde doch fürs Fernsehen... Er hat meine Puppe verbrannt damals. Das stimmt. Die Heidi-Puppe. Ja, das ist die wahre Patricia, die Skorpion. Ich bin Skorpion, ich kann das auch. Also ich bin eigentlich immer ganz ruhig und friedlich und harmonievoll. Aber wenn, dann richtig, ist vorbei. Nichts dazwischen. In strömenden Regen standen wir auf der Straße. Unsere Bus lag im Laden, eine Akte lief an. Doch die Freude an. Gut, dass sich Patricia wieder beruhigt hat. Jetzt kann die Reise in die Kelly-Vergangenheit weitergehen.